So, hallo, willkommen zu einer neuen Review hier auf Copernicus TV zu Wolfenstein: The Old Blood. Da müsste ich mich mal drüber aufregen. Das kann es ja nicht sein hier. Aber schau ich das mal an. Dafür verlangen die 20 Euro. Das kann es ja nicht sein hier. 2D-Grafik größtenteils. Die Objekte alle bloß 1D irgendwie gefühlt. Drehen sich mit, wenn man um sie rumläuft. Sind aber eindeutig nur eindimensional. Da das Fass, habt ihr das gesehen? Gegner genau das gleiche, fallen alle gleich um, sehen alle gleich aus. Es gibt drei verschiedene. Verhalten sich alle gleich, geben keine Deckung, flankieren gar nichts. Verhalten, kann ich auch Call of Duty spielen. Was soll ich damit? Das kann es doch nicht sein hier. Spinn! Oh. Ach ja, Entschuldigung, jetzt habe ich völlig verwechselt. Das ist natürlich, war das bloß ein Bonus-Level. Wie geht's in dem Level? Nennt sich Albtraum-Level. Findet man immer in einem Bett. War natürlich nur ein Scherz. Wo war ich? Ach ja, genau. So. Oh Gott, ja, ich weiß, er war scheiße. Also, ernsthaft jetzt. Wolfenstein: The Old Blood, der technische Nachfolger, zeitliche Vorgänger zu New Order, spielt, ich glaube, zum Start des Spiels nur kurz davor. Und zwar, man ist endlich mal wieder in Schloss Wolfenstein persönlich unterwegs, um Schäferhunde abzustechen. Die Helme tragen. Ja, sowas gibt es auch nur hier. Der Typ, der mir gerade gesehen hat, war der erste Zwischenboss. Der kommt erst später nochmal vor. Wird ganz witzig, den Platz zu machen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Er hat es auch verdient, keine Frage. So, mal zur Technik. Ist im Prinzip grafisch auch alles genau dasselbe wie im Vor. Was ist denn los hier? Wie im Vorgänger. Und zwar genauso wie vorher: Waffenrad, große Waffenauswahl. Allerdings natürlich, da es ja erst 45 spielt. Nur mit zeitgemäßen Waffen, also keine Laser und so ein Zeug. Na, geht weg, ihr Viecher. Aber natürlich tut es auch einfach ein Rohr. Reicht auch, um Nazis abzumurksen. Los, los, stecken ganz schön ein. Nicht wundern, ich spiele das hier auf leicht, weil ich nicht 1000 Todesanimationen rausschneiden wollte. So, schnell was checken. Hier, Vorteile gibt es auch wieder. Paar habe ich schon. Werden wir auch wieder durch spezielle Aktionen oder durch das Ansammeln spezieller Kills freigeschaltet, genau wie vorher auch. Akimbo gibt es natürlich auch wieder. Mit fast allen Waffen. Außer das Sniper, glaube ich, weil ich es bis jetzt gesehen habe. So, wo seid ihr, ihr Viecher? Ah, da sind sie ja. Na, stecken gar nichts ein, die Typen. Man kann jetzt auch durch einen dieser Perks sogar die Panzerung überladen. Ist auch ganz witzig. Ah, da ist noch einer. Großartig, neue Gegnertypen habe ich jetzt keine gesehen. Beziehungsweise neue alte. Außer diesen Schrotflinten-Heinis, die wurden nochmal an die Vergangenheit praktisch angepasst. Da ist schon so einer. Stecken nicht ganz so viel ein wie im Nachfolger, aber es reicht ja schon. Die Tanks explodieren übrigens, wenn man sie gut trifft. Allerdings nicht sehr weiträumig. Also jetzt zum großen. Oh shit, oh shit, oh shit. Also groß Damage rechnet man mit der explosiven Umgebung auch nicht an, aber wenn sie dicht beieinander stehen, kriegt man sie schon alle tot damit. So, erstmal nachladen. Mit Trommelmagazin ist immer gut. So, was gibt's noch alles? Dann gibt's natürlich wieder Sammelobjekte. Diesmal nur Goldbarren, keine verschiedenen Sachen mehr leider, aber mein Gott, ist jetzt nicht so tragisch. Das sind auch einen ganzen Haufen. Auch irgendwie 10 Stück pro Level, also da ist man eine Weile beschäftigt. Und es gibt jetzt auch Herausforderungslevel, da kann man bestimmte Abschnitte der jeweiligen Kapitel. Meistens so das erste, meistens so der erste, zweite Abschnitt, je nachdem, wie der Kapitel aufgebaut ist, als unter Zeitdruck spielen und dann nochmal Belohnungen abgreifen, hauptsächlich Medaillen und Trophies natürlich. Aber hey, immerhin, gibt auch wieder ein Konzeptzeichnungen freizuschalten, genau wie auch im Vorgänger schon. Also wer New Order schon gern gespielt hat, so wie ich jetzt, der wird doch mit diesem Game absolut glücklich. Es hat sich technisch zum Glück kaum was verändert. Ich finde, die Steuerung ist ein bisschen präziser wie vorher. Das kann mich jetzt aber auch irren. Weil ich jetzt auch lange noch zwei andere Ego-Shooter gespielt habe: PlanetSide und Borderlands. Also, ich kann mich jetzt auch täuschen, aber es fühlt sich auf jeden Fall saugut an. Man hat nie das Gefühl, dass es irgendwie zu weit geht, zu schnell geht. Irgendeiner wird zwar immer unzufrieden sein, aber mein Gott, das kann man ja alles einstellen. So ist ja nicht. Codes gibt es leider keine mehr zum Knacken. Kein Googlen mehr nach dem Enigma-Code. Egal, nicht so schlimm. So, wo sind die denn jetzt alle? Hab ich alle? Ja, sehr schön. Es gibt doch wieder das Ausknipsen der Offiziere.
um Sachen auf der Karte freizuschalten und entsprechend auch wieder das Perk, dass wenn man sie, wenn man genug Offiziere lautlos ausgeschaltet hat, dass die Sachen wieder angezeigt werden. Zum Reihenfolge würde ich vorschlagen, spielt erst das und dann New Order. Erstens mal, weil das hier natürlich auch kürzer ist. Acht Kapitel sind es, aber die sind trotzdem jedes recht lang. Man kann schon mal eine Stunde versenken in einem Kapitel. Selbst ohne großartiges Suchen. Aber man sucht ja immer. Wir sind Gamer, wir suchen alles. Immer. So, also auf den Aufzug warten. Innovation! Halt die Schnauze! Was? Okay. Das haben sie bestimmt aus Battlefield 4 geklaut. Ja, die Maus wird auch noch mit. Spielt aber keine Rolle, keine Sorge. Jetzt kommt noch ein Monolog. Schaffst du das, Billy Boy? So, Monolog zu Ende. So, hier noch ein neues Feature, wofür man das Rohr noch brauchen kann. Man die Wände jetzt endlich mal aktiv kaputt hauen. Es gab zwar einen Vorgänger, technisch Nachfolger, Beziehung, ach was auch immer, Nachfolger. Gab es das zwar auch schon ähnlich, aber ich habe das nie gefunden, wo man da Wände zerstören konnte. Vielleicht habe ich auch nicht danach gesucht, keine Ahnung. So, erstmal schnell die Sniper wegfoppen hier. Sind nämlich auch recht nervig, die Typen. So, hier sieht man auch schön die präzise Steuerung beim Snipen. Schon ist Ruhe. Typen hocken hier überall, das ist extrem nervig. Und weg. Wunderbar. Da freuen sich die ganzen Quickscoper wieder. Wobei ich keine Ahnung habe, wie Quickscope eigentlich geht. Aber hey, muss ja keiner wissen. Jetzt weiß es jeder! Egal. Rum, rum, rum. Also, wie gesagt. Wenn man wieder einen anständigen Ego-Shooter braucht, Schnauze voll hat von Call of Duty und Battlefield, das ja auch immer mehr in die Trash-Schiene abgründet. Hey, Gold! Der holt sich einfach das hier, damit kann man viel Spaß haben, auch lange vor allem, weil dieses Wolfenstein hat mehr Inhalt als das letzte Vollpreis Call of Duty. Und bietet dabei noch besseres Gameplay und grafisch ist es auch absolut in Ordnung. Weil muss ich. Habe jetzt nichts gesehen, was mir irgendwie Sorgen gemacht hätte. Ich weiß nicht, was sie mal alle haben mit matschigen Texturen. Leute, die gerade die hier bei Herren von den Zeitschriften, die jammern immer über Schwachsinn, das ist unglaublich. Na egal, mit Zeitschriften habe ich eh abgeschlossen. Hat keinen Wert, da noch Geld für auszugeben, für Sachen, die ich auf YouTube für lau kriege. Ja, das funktioniert gegen diese Typen nicht. Jeder andere wäre jetzt umgefallen. Egal. Die kann man auch nicht überwältigen, ist voll nervig. Kimbo und Action. Das macht Spaß. Vor allem, wenn sie Alarm schlagen, kommen unendlich Gegner. Das ist aber wenigstens was Gutes bei den unendlich Gegnern. Man kann es auslösen und man kann es stoppen. Wie man lustig ist. Und wenn man Bock auf eine Schießerei hat, erschreckt man einfach den ersten, den man sieht, und dann feiert man erstmal eine Party. Und wenn man keinen Bock drauf hat, dann zieht man halt so, dass man ungesehen durchkommt und schnappt sich die kleinen Fuzzis, bevor sie irgendwas machen können. So, nicht verstecken, nicht verstecken. Schön einsammeln alles. Ah, wo seid ihr? Jetzt hat er ordentlich den Kopf rasiert. Weg, weg, weg. Ja, durch Holz schießen geht leider nicht. Hat mich zwar gewundert, aber mein Gott. Verzeihen wir es mal. Okay, mal ran. Manchmal ist es schon ein bisschen unübersichtlich, muss ich echt sagen. Also ich habe ein paar Stellen schon zweimal suchen müssen, bis ich gefunden habe, wo es weitergeht. Aber man findet es, also es ist nicht unlösbar oder so. Und man sollte wirklich immer durchgucken, dass man alle Gegner erwischt hat. Ja, sonst fallen sie ja mal in den bloßen Rücken, wenn man irgendwie gerade noch knapp am Leben ist, da kann so ein plötzlicher Überlebender einen schon mal ganz schönes Spiel versauen. Weil es gibt natürlich auch nie wieder keine richtige Regeneration, nur 20 Punkte. Das kann man aber auch mit den Perks nochmal erhöhen. Halt runter, da ist noch einer. So. Dürften ja jetzt mal bald alle gewesen sein. Ach, da sind sie ja. Nummer 1. Ach, der ist da. Und Nummer 2. Ich sag's euch, Akimbo ist so geil in dem Game. Ah, da sind noch ein paar übrig. Na, kommt her. So, nochmal so. Ey! Das gibt's doch nicht. Geht weg. Natürlich, die Gegner verschwinden nicht, sobald ihr die erwischt habt. Also, wenn gerade 20 gespawnt sind, dann sind noch 20 da. Dann müsst ihr die erst umlegen, bevor es weitergeht.
Oder ihr rennt davon, aber wir sind Gamer, wir rennen nicht davon. So, noch den Helm abstauben. 100 Helme bringen ein Panzerungs-Upgrade, ein dauerhaftes. Mal schauen, da war da noch was. Ja, genau. Jolt. Munition mitnehmen hier. Heal. Geht natürlich auch wieder zum Überladen, nimmt dann wieder ab bis zum Maximum. Sind dann 25, wenn man es voll hat. 125. So. Immer schön umschauen. Gibt jetzt auch geheime Bereiche, die werden dann extra als solche ausgewiesen, wenn man sie gefunden hat. Das ist der Ausgang. Nochmal umsehen vorher. Was da runter geht vielleicht. Das ist nämlich, es lockt immer, es ist furchtbar in diesem Game. Überall will man reingucken. Wenn man nur diesen Trash gewohnt ist, den es heutzutage gibt, dann ist das schon eine gute, gute Abwechslung. So. Das wär's gewesen. Und verkackt noch, Mann. Na egal. So, ich wünsche euch jetzt allen noch eine schöne Restwoche. Nächste Woche gibt's Turniervideos. Also dann. Schönen Tag noch und tschüss.